Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Pikmin 2. Wir gehen heute wieder ins friedvolle Tal, denn da waren wir beim letzten Mal sehr erfolgreich eigentlich, sind gut vorangekommen, aber haben noch einige Sachen, die offen sind. Unter anderem brauchen wir dafür heute gelbe Pikmin, weiße brauchen wir nicht mehr. Und ich sehe gerade, wir haben gar nicht viele weiße gelbe Pikmin hier. Aber es reicht doch, wenn wir so ungefähr 30 mal heben. Und dann vielleicht sagen, ihr kümmert euch ein bisschen darum. Zwei dahin. Hier war doch noch irgendwo Blumen, oder nicht? Hab ich nicht gerade gesehen? Da. Hier brauchen wir nochmal. Das kann allerdings am besten sogar unser Team 2 gleich übernehmen. Du übernimmst mal einige blaue Pikmin. Und zwar eine ganze Menge blaue Pikmin. So, ihr sollt nur die gelben mitnehmen. Sind das Monster wieder gespawnt? Nein. Okay. Das heißt, wir machen jetzt erstmal diesen Bereich für die gelben Pikmin. Mit dem blauen Pikmin kommen wir dann gleich hinterher. Für 30 sind da ausreichend. Ich meine, das wäre jetzt hier hoch gewesen. Gucken, ob hier wieder die Leute respawned sind. Das ist nicht der Fall. Und ich esse am nächsten Tag wieder. Ich glaube, einen Tag bleiben die dann immer besiegt. Kann das sein? Wahrscheinlich haben die verschiedene Respawn-Zeiten. So, und die ignorieren wir hier und wollen jetzt hier hingehen, um hier das Ding, was hier am Rand steht, zu bergen. Alter, ich weiß aber gar nicht, ob ich... Ich meine, die Gelben können ja besonders hoch fliegen, aber es ist trotzdem unglaublich hoch, ne? Ich glaube, das geht so gar nicht. Nee, das wird so nicht gehen. Okay, das ist sehr schade. Aber... Nicht änderbar. Hallo. Dann müssen wir das gleich uns nochmal anders anschauen. Jetzt einfach nochmal mit dem Blauen dahinter. Vielleicht müssen wir da einmal quasi den Weg im Kreis hinterlaufen, aber dann brauchen wir überhaupt nicht die Gelben. Das wäre sehr ärgerlich. Wir lassen jetzt erstmal die Gelben da stehen. Vielleicht brauchen wir sie ja gleich doch noch. Erstmal rennen wir jetzt hier los. Wir sollten uns auf jeden Fall angucken, was wir für Pikmin in dem Dungeon brauchen. Den will ich zwar eigentlich nicht heute machen, aber vielleicht am Tag danach. Können die anderen auch mal kommen? Oder noch mehr? Oh, was braucht ihr alle so lang? Wir haben doch keine Zeit, Leute. Der Tag läuft doch. Ich meine, wir haben zwar theoretisch unbegrenzt viele Tage, aber an einem Tag müssen wir halt schon auch irgendwie vorankommen. Sonst ist das ein bisschen blöd. So. So. Der macht mir schon ziemlich Angst. Können wir hier hoch? Nee. Können wir hier auch nicht das Wasser ablassen? Sieht nicht so aus, ne? Echt so, als würde das nicht gehen. Was etwas ärgerlich ist. Dann machen wir mal gerade Folgendes. Stopp. Kommen wir nochmal alle zu mir. Macht ihr das mal gerade. Und dann versuchen wir uns tatsächlich... Aber das sind echt wenige dann, ne? Hallo, nimm den doch jetzt mal mit. Okay, das geht gar nicht. Ich weiß, wie wir es versuchen. Erstmal können wir ihn versuchen, ins Wasser zu locken, was ganz gut ist. Aha. Komm doch her, mein Kleini. Ja,
Hallo. Ruf da. Nicht alle. So, einmal den mitnehmen. Gut, dann rennen wir jetzt nochmal quasi nach Hause. Aber wie kommen wir dann an den hier dran? Oder gibt es hier so ein... Aha! Ja, das ist schaffbar. Das heißt, wir bräuchten doch noch die gelben. Okay, ich habe verstanden. Das heißt, wir machen jetzt nochmal Folgendes. Wir holen uns nochmal alle, die schon wieder angekommen sind, an gelben und blauen. Nehmen wir nochmal mit, weil die blauen machen wir auch gleich nochmal. Quasi Trupp 2. Nee. Einmal... Lücken einfach. Allerdings geben wir noch mal einige gelbe, würde ich sagen, ab. Ich denke maximal 30. Okay, dann brauchen wir aber gar nicht so viele zurückgeben offensichtlich. Stocken nochmal. Ah ne, wir hatten glaube ich gar nicht mehr blaue, ne? Doch, hatten wir wohl. Ist ja gut. So, da müsste jetzt hier gleich nochmal dieses. Der Schatz quasi zurückkommen, aber das ist gerade uninteressant. Da ist er nämlich. Wir wollen natürlich noch mehr aus diesem Tag rausholen. Auch wenn ich schon eigentlich ganz zufrieden bin, wie das hier bisher gelaufen ist. Wenn wir jetzt noch diesen Schatz mit den gelben kriegen, bin ich ganz zufrieden. Sind das wohl 57? Sind die alle da? Nee. Das ist blöd. Ich finde das fast besser, wenn die alle gleich schnell sind. Ja, es ist natürlich besser, am besten wäre es, wenn alle schnell wären. Aber wenn die Hälfte nicht so schnell ist wie die andere Hälfte, dann wird es ja sogar gedrittelt, weil einige haben eine Blume, andere haben ein Blatt und andere haben... Ein Blatt haben ja alle, ne? Achso, eine Blume, die noch nicht offen ist, ist die dritte Alternative. Okay, so. Folgendes. Wir stellen uns hier auf. Und splitten uns. Team Gelb, kommt mit. Team Blau, kommt zu mir. Und kümmert sich erstmal nochmal um das Ding hier. So, temporaler Mechanismus. Eine Uhr, die falsch rumgeht. Oder? Ach ne, die geht... Einfach gar nicht mehr. Okay. Eine Nintendo-Taschenuhr, dass ich sowas mal sehe. So, hier war ja jetzt sonst nichts mehr, ne? Nicht, dass hier noch was versteckt ist mit weißen Pikmin oder so. Nee, ist nicht der Fall. Gut. Nächster Schritt. Wir wollen jetzt diesen Schatz hier oben noch bergen. Dazu müssen wir euch jetzt mal einmal hier hochwerfen. Reicht offensichtlich. 25 haben wir auch gebraucht. So. Ich würde fast sagen, ich muss jetzt erstmal wieder die anderen abholen, ne? Aber das dauert noch ein bisschen, bis die da sind. Dementsprechend können wir mal schon mal einmal gucken, was hier so noch ist. Also wir haben da noch einen Bereich. Da fliegt was, was mir Angst macht. Okay, was wir jetzt einmal abchecken ist, was für ein Team wir hier für den Dungeon brauchen. Interessant, die meine Metalldetektoren schlagen stark aus.
Ich kann nur annehmen, dass sich im Untergrund eine Art Maschine befinden muss. Allerdings erscheint mir dies höchst unlogisch zu sein. Ja, wir gucken mal da rein. Feuer, Blitz. Was ist denn das rechts? Bösheit? Bösheit, ist das ein Wort? Ich glaube ja. Also wir bräuchten weiße, rote und gelbe. Okay. Wollen wir das heute noch machen? Könnten wir eigentlich, ne? Weiße, rote und gelbe, hatte ich gesagt. Also gar keine blauen. Natürlich jetzt suboptimal, dass wir dann ausgerechnet noch blaue ein paar haben. Versteinerter Ursida. So. Wir haben nicht mehr so viel Zeit an diesem Tag, ne? Trotzdem gönnen wir uns hier auf jeden Fall nochmal. Oh! Okay, vor Blattläusen haben wir ziemliche Angst offensichtlich. Die lassen sich auch nicht besiegen. Okay. Ist noch wer? Okay. Die Frage ist, ob wir den Rest jetzt an noch einen Tag machen sollen. Wir können allerdings noch in diesen Dungeon gehen, ne? Ich glaube, wir gehen noch in den Dungeon. Dazu holen wir uns noch einiges an Roten. Ich frage, ob wir das noch schaffen, ne? So, wir brauchen auch immer noch Violette. Das heißt, wir nehmen mal hier auf... Weiße meine ich natürlich. Ich bin völlig überfordert, was die Farben angeht. So... Dann versuchen wir nochmal schnell Louis zu erreichen und dann gehen wir in den Dungeon tatsächlich noch. Ich hoffe, dass wir das zeitlich noch wirklich schaffen. Und so viel ist dann auch gar nicht mehr. Wir brauchen eh noch einen Tag, um dann das dahinter zu entdecken, ne? Nein! Die sind so dumm, diese Viecher! Ich hasse es manchmal, ne? Jetzt gehen wir da echt nicht mit 100 rein, sondern nur mit 98, weil zwei einfach von der Brücke gestürzt sind. Oh. Naja, hilft ja nicht. Sogar nur mit 92, weil 6 irgendwo noch verteilt sind. Sehe ich das richtig? Echt jetzt? Scheiß drauf. So, wir haben gelbe, wir haben rote, wir haben weiße. Ich nehme an, dass das die Zeichen sein sollen. Sublevel 1. Mysteriöses Gebiet. Oh nein! Die haben mich gefangen! Hallo! Lass das! Jetzt haben die Ulima gefangen. Oh, jetzt sind die auch noch so dumm und rennen in diese Verderbnis da rein. Ich hasse das manchmal, ne?
Diese Intelligenz in diesem Spiel ist einfach unterirdisch. Jetzt sind da gerade... Könnt ihr vielleicht auch mal... Nö. Dann trefft halt nicht. Was ist das hier? Hallo? Wie oft soll ich denn da draufklicken? Drauf da! Nein. Kann ich irgendwie mich wehren? Nein, kann ich natürlich nicht. Jetzt ist gleich einer schon von unserem Tod hier. Oh, komm, ey. Okay, das war jetzt echt ein bisschen blöd mit diesem Spawn hier. Gebe ich zu. Da hinten schläft irgendwer Böses. Jetzt haben wir erstmal wenigstens unsere Landestelle freigeräumt, ja? Damit ging es ja hier schon mal los, dass die schon mal nicht frei war. Jetzt sind wir halt schon hart angeschlagen. Hier. Es gibt keinen großen Boss am Ende. Ist hier was hinter? Nein. Doch. Können wir ein bisschen Nektar machen. Können wir eigentlich sagen... Nee, ich darf nicht mit dem Schiff interagieren. Das ist ärgerlich. Okay, das gefällt mir nicht so. Wir gehen erstmal hier hin. So, da oben ist ein Käferlein. Hier unten auch. So. Das, was ich an Höhlensystemen schön finde, ist, dass die Zeit nicht abläuft, ne? Aber diese begrenzte Pikmin-Anzahl und keine Möglichkeit, vor allem an neue Pikmin zu kommen, ist halt schon auch nicht ohne. Gerade wenn man dann so beschissen spawnt, wie wir das vorhin hatten. So. Wie machen wir das denn, dass ihr hier nicht alle einfach immer runterfallt? Weil ich kenne euch doch, meine Pappenheimer hier. Hier ist tatsächlich nichts. Ich dachte, hier wäre vielleicht mal was. Ist nicht der Fall. Stattdessen hier eine großartige Gelegenheit, möglichst viele Pikmin aus unserem Radius zu verlieren. Kann dieser Pikmin hier vielleicht mal zu uns kommen? Wo sind die noch welche? Ne, laut diesem Ding nicht. Ja, alles gut. Okay, Riesenviecher. Nehmen wir an, dass wir hier nur Weiße drauf werfen dürfen, oder was? Schatz. Okay, ruhig einmal wegtransportieren, ist okay. Schätze wegtransportieren, da bin ich immer dabei. Ein Telefon. Jugendstiltisch, ja, absolut. Oder eine Wahlscheibe von einem Telefon war das natürlich, nur kein ganzes Telefon. So. Da ist auch nochmal was, aber da kümmern wir uns gleich drum. Ich würde sagen, erstmal rauf auf die hier.
Oh nein, das ist nochmal so ein Flugding. Die hatte ich schon im letzten Teil einfach gehasst, muss ich sagen. Diesmal ging es tatsächlich. So. Aber das war, glaube ich, einfach ein anderer. Ich glaube, die eine Art schlägt Unima und Louis immer und die andere Art geht direkt auf die Pikmin. Könnte ich mir gut vorstellen, dass das der Fall war. Wieder einige gestorben, ne? Okay, transportiert erstmal die Viecher hier weg. Und hier müssen wir Platz haben. Was war hier noch in der Ecke? Original gar nichts. So, okay, jetzt gehen wir hier nochmal einmal dran. Holen uns den Schatz über dieses Tape. Nein! Sind die auch noch so blöd, dass die hier natürlich dann alle an den Schatz auch mit rangehen einfach. Statt auf dieses Vieh sich zu stürzen. Nein! So, wir sind jetzt tot, oder? Wir kriegen auf der nächsten Ebene wieder Leben. Ich fürchte aber nicht. Piept das jetzt die ganze Zeit? Das wird mich ja wahnsinnig machen. Gamma-Tape. Erschöpftes Klebeding. So, keine Schätze mehr auf dieser Ebene. Das ist gut zu wissen. Müssen wir also jetzt eigentlich nur noch den Ausgang finden. Der ist da. Dann kümmern wir uns hier gar nicht mehr so richtig drum. Hallo? Ja, wir dringen tiefer vor. Ich meine, wir könnten jetzt halt sagen, wir speichern nicht, aber... Können wir gar nicht sagen. Speichert automatisch. Okay, wir sind nicht geheilt. Wir können das auch nicht irgendwie... Nee. Können wir absolut nicht. Okay. Wo sind wir denn hier? Einmal Nektar gönnen. So, hier ist das gleiche Spiel. Irgendwo sind da bestimmt Kakerlaken oder was das für Viecher sind drunter. Blattläuse? Wahrscheinlich Blattläuse. Würde ja irgendwie Sinn ergeben bei Pikmin, oder? Naja. So. Alter, das macht mich wahnsinnig. Kann man nicht irgendwie... Oh, die Batterien sind auch gleich leer. Was eher suboptimal ist. Oh, jetzt piept das nur noch in-game.
Aber immerhin. Hallo, ich will mich gerne so drehen. Was ist das denn für ein Block? Weg, 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 weg. Explosionsdinger. Oh nee, da ist wieder so ein Fliegeviech. Das ist sogar ein großes Fliegeviech. Was ist das denn für ein Fliegeviech? Komisches Ding. Ich kann mit Luftballons durch die Gegend. Schon wieder eins. Weg da! Ich habe das nicht gesehen, dass sie da dran gerannt sind. Oh, manchmal finde ich diese Pikmin auch echt strunzdumm, ne? Sind die da hinten an diesen Dings dran gerannt? So eine Scheiße. Weg da hinten! Ey, also... Geh doch weg da! Sie wollen es nicht. Hier spawnt die sogar. Überleben, weiß ich aber nicht. Hat sie einfach eingegraben hier. Was ist das da noch? Noch ein Schatz. Okay, also wie viel haben wir jetzt noch? 59 Pikmin. Naja, 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 ne? Aber ich würde sagen... Ich guck noch einmal, was das hier beides für Schätze sind. Ein Geisteskranz. Natürlich. Wer kennt ihn nicht? Und den wollen wir natürlich auch noch eben abtransportieren. 59 Pikmin und wir sind klinisch tot irgendwie. Das läuft hier nicht so. So, aber das bringen wir jetzt auch nochmal eben hier weg. Zack. Eine Sicherung. Ne, eine Leuchtdiode. Netzwerkzentrale. Gut, wir haben 59 von 59, das wollte ich auch nochmal eben einmal checken. An dieser Stelle würde ich sagen, war es das für die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts wieder zur Folge klicken und wenn es euch das Bock von mir und dann wünsche ich einen schönen Tag. Macht's gut, tschüss.